Santel, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine, I've been on fire with Sally Field, gone fast with the girl named Bowen. Freunde von der Freunde und Freundesfreunde. Wir sind hier bei einer neuen Folge von der Clarence Show im wunderbaren Beruf und Entertainment Studio mit dem unfassbaren Michel Bennett. Und dem noch unverwechselbaren Cora Sanchez. Und ihr merkt, das Gras, das Cedric das letzte Mal nicht geraucht hat, ist noch liegen geblieben. Er ist jetzt gerade verwendet, hier ein bisschen langsam. Achtung, ist das? CBD an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Oh, hey, das ist ohne THC, meine lieben Freunde. Das stimmt, jetzt denken, du hast es geraucht, aber du machst nein, ein bisschen softeren Einstieg. Es ist verschwunden, meine lieben Freunde. Roman? Wir wissen nicht, wo. Roman? Kamera, der Roman, aber aha, ich glaube. Hä? Wir haben erste Verdacht, wir haben erste Spuren, meine lieben Freunde. Wir werden uns da noch mehr dahinter klemmen, aber... Wir fangen nicht mit Drogen an. Nein. Der Prominus. Also es ist auch eine Art wie eine Droge, weil die Leute wollen ja immer wissen, was läuft in der Welt von der sogenannten Straße und Sternchen. Aber wir fangen an mit einer Badwanne. Wir fangen an mit einer Badwanne. Ja, das bringt doch ein zum Konzept aus. Ja, du, ich bin wie Wasser. Der Bruce Lee sagt immer, ich bin wie Wasser. Egal was passiert, Wasser wendet immer seinen Weg. Meine aber ich glaube, wer findet das Bild mal dazu? Sharon Stone. Crude Survival-Tipps von Ex-Sex-Symbol Sharon Stone. Was hast du gesagt? Ex-Sex-Symbol? Ja. Wieso? Sorry, immer noch in dem Fall. Wir sind da andere Generation. Ja, aber nur Basic Instinct, also mein Hallo. Ja, eben, wenn wir dort noch... Ja, also ja, Teil ja. 1 oder Teil 2? Teil 2 finde ich schon so sexy. Teil 1 ist mega. Teil 1 ist mega. Oder? Aber sie hat einen ganz lustigen Insta-Post gemacht. Und zwar gibt sie den Leuten Tipps, genau, was sie machen, so in Zeiten von sozialer Unruhe in Los Angeles. Genau. Crude Survival-Tipps von ihr, wie zum Beispiel, du musst dich irgendwie einsperren in deinen Schrank und genau nichts machen und Angst haben. Nein, korrekt. Nein, nicht in den Schrank. Vorbereitung an dieser Schaffung, meine lieben Freunde. Nicht vorbereitet, nicht in den Schrank, ins Badzimmer. Ins Badzimmer. Das Badzimmer hat am wenigsten Fenster. Jetzt. Hat am wenigsten Fenster hier ins Badzimmer und sie sagt dann noch, musst Küsse und Decke in die Badwanne legen zum Schlafen. Du musst all deine Aufladegeräte parat machen, dass du nicht ausgelassen wirst. Und ganz wichtig, ja. Weißt du was? Nein, Proteinriegel. Ah ja, genau, Proteinriegel, genau. Wenn du natürlich eingeschlossen bist, musst du etwas zu essen. Natürlich, du musst dich ernähren irgendwie, oder? Und ich hoffe, ihr habt die Tipps jetzt aufgeschrieben. Das sind auf jeden Fall das ultimative Survival-Kids. Kann man auch noch Insta-Account. Genau. Ist ein bisschen eigenartig. Wir könnten Angelo Boffa noch fragen. Kennst du Angelo? Nein. Nicht. Angelo, der Lover von Zürich, der sie ja lange gehabt hat. Ah, wirklich? Ja. Angelo? Angelo, komm, da. Genau. Angelo, schreib uns rasch etwas, ob das stimmt oder nicht. Wir würden später noch über unseren Kontakt machen, Kontakt aufnehmen. Genau. Natürlich selber machen wir es nicht. Nein. Wir müssen andere das machen, natürlich. Natürlich. Wie bei der... Ja. Roman? Bitte. wir haben den Mann mit Hut, übrigens. Wir hatten es beim Alain Berset gehabt, oder? Ja. Jetzt trage ich schon selber einen. Alain, wir sehen uns in der Show, wir freuen uns schon auf dich. Zweite Prominus der Woche. Wird der nächste US-Präsident 2024 vielleicht sogar ein Ex-Wrestling-Star? Also Wrestling-Star, einer der erfolgreichsten Schauspieler von Hollywood, glaube ich. Oder? Nach seiner Wrestling-Karriere auf jeden Dwayne Fall. Dwayne Johnson. Ja, der Rock, Dwayne Johnson. Ich meine, das Lachen hat er schon mal, müssen wir sagen. Ja. Das ist das Zahnpasta-Smile. Wir haben den Bild auch extra noch ein bisschen breiter gemacht. Als wäre er nicht schon breit genug. Vielleicht hat er das CBD geraucht und ist noch breiter geworden. Warum macht er so? Ja. Er ist ein richtiger Fels. Ist ein bisschen in der Schweiz in den Medien gewesen, weil er hat ja die On-Turnschuhe, glaube ich, angehabt, gell? Ist doch irgendetwas gewesen, da die Schweizer, Shame on me, okay. Aber er hat vor allem jetzt ein Statement gemacht gegen den Donald Trump. Genau, ja. Meine lieben Freunde, das ist natürlich reibig. Oder ist reibig, Black Lives steht. Matter. Genau. Er sagt, wo ist unser Präsident, wenn unser Land auf Knien kriegt? Das würden wir auch gerne mal wissen, auf jeden Fall. Die Antwort kommt dann über Twitter von Donald Trump, schiessen auf alles, was sich bewegt und nicht bis auf 3 auf den Bäumen ist. Okay, so kann man es auch machen, natürlich. Jedenfalls ist jetzt natürlich der Wunsch gekommen, dass Dwayne Johnson 2024 auch für die Präsidentschaft kandidiert. Genau. Ich persönlich finde eigentlich einen anderen Schwergewichtsmann noch besser. Schwergewichtsmann, wer könnte das sein? Der Mike Tyson? Nein, fast ein Muskelmann, Mr. Universe. Arnold Schwarzenegger. Kann Präsident werden. Leider nicht, aber er war eigentlich der Erste in Amerika, der wirklich Donald Trump sehr, sehr gut Stirn geboten hat. Glaubt, stimmt. Dwayne Johnson ist auch ein bisschen im Fahrwasser von Arnold Schwarzenegger. Vielleicht gibt es das Coaching von Arnold Schwarzenegger. Genau. Wer weiß, oder? Aber wir kommen in die Schweiz. Ja, jetzt kommt die dritte News. Und zwar, es geht um unseren lieben Daniel Koch.
Oder für Daniel Tumor. Koch, für die wir ihn nicht kennen. BAG-Beauftragte, Chefbeauftragte Daniel Koch, der Mr. Corona. Mr. Corona. Für Humorschaufel 2020 nominiert. An dieser Stelle, meine lieben Freunde, schaufel ich den. Ja, das ist der Preis vom Arosa Humor Festival, wo der Frank Baumann jeweils aussetzt. Habe ich aufgeschrieben auf meinem imaginären Notizzettel. Genau. Oh, ist jetzt aber ein bisschen komisch, nicht? Weil er steht ja eigentlich für Seriosität, oder sollte für Seriosität stehen. Genau. Also was von ihm bleibt, ist aber eigentlich so seine leicht verfehlten humoristischen Aktionen. Ganz genau. Gut, was man er gemacht hat da mit dem Anzug, Gitarren und so. Ich muss sagen, man merkt natürlich, dass das ein bisschen kalkuliert war, das ist schon klar. Oder? Mhm. Das heisst, es gibt irgendwelche Leute, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Oder? Mhm. Aber wenn du so auftrittst als BAG-Chef, der sich so einem ernsten Thema widmet, und dann einen Sprung machst in die Comedy-Klamauk-Schublade, ich glaube, viele haben dann gedacht, das ist ein bisschen too much. Finde ich auch völlig daneben. Das ist nicht die Aufgabe von einem Chefbeamten, der ist zahlt, für das er da schaut. Dass gut zahlt, sorry. Gut zahlt. Gut zahlt, dass der Volksgesundheit gut geht, dann muss er nicht so quasi die Temporalität, die er bekommen hat, für Eigendarstellung nutzen. Das ist meine Meinung. Ich denke, er hat eben schon an die Karriere nach der Karriere gedacht und gesagt, hey, wenn ich mir hier eine Reichweite aufbaue, wer weiß, was ich alles monetarisieren kann an dieser Stelle. Wir leben in 2020, meine lieben Freunde. Ups. Aufmerksamkeit ist die grösste Währung. Noch mehr als der stabile Schweizer Franken, meine lieben Freunde. Aber wer eigentlich an meiner Stelle die Humorschaufel mehr verdient hat... Ja, gute Überleitung jetzt. Kommt, hey, super guter Übergang. Super guter Übergang jetzt. Wer eigentlich die Humorschaufel in meinen Augen mehr verdient hat als der junge, gut aussehende Herr, der jetzt schon nicht mehr im Bild ist, ist unser Gast. Comedian, Moderator, Musiker, Multitalent, ja, Tausendtalent, Universalgenie, Walti Dux. Willkommen in der Sendung. Herzlich willkommen. Wunderschön, dass du da bist. Danke. Willkommen, Walter. Hey, du weißt es jetzt mit den 2 Metern eigentlich. Ja. Walter, da kannst du entscheiden. Ja, zieh 2 Meter, oder? Passt das? Ja, ich würde schon sagen. Ja, wir haben in der letzten Sendung einen Politiker gehabt, da haben wir wirklich müssen achten, ja, oder, dass wir die 2 Meter haben. Ja, du sitzt einfach falsch, wir haben 2 Meter, oder? Ja, genau. Ja, gut, dann sitze ich einfach ein bisschen hinten, oder? Ja, das passt schon für Walter. Das finde ich mal so. Ein Spreader zwischen uns. Gut. Walti. Schön bist du da. Ja, freut mich. Schön bist du bei uns. Für die 2-3 Menschen, die den Walti noch nicht vielleicht kennen, kannst du vielleicht in einem Satz zusammenfassen, wer du bist. In einem Satz? Wer bist du? Das ist gut, das ist der Hauptpunkt. Ja, das ist auch Wer bist du? Ja gut, also ich mache Comedy, ich mache Musik, ich tue Events veranstalten, so ein bisschen dort umeinander. Und eigentlich ein lustiger Zeitgenosse. Ein lustiger Zeitgenosse. Kennst du den berühmtesten Roger Schawinski-Witz übrigens? Ich habe es erfunden. Du hast erfunden, ja, der Roger Schawinski aus dem Meer kommt, das erste Mal. Ja, kennst du den? Nein. Kennst du ihn? Nein. Roger Schawinski kommt das erste Mal aus dem Meer. Steht am Strand, schaut in den Horizont und sagt, ich habe mir das Grösser vorgestellt. Meine lieben Freunde, wenn du den Witz vom Tag von Michel Bayern. Ist er schon da gewesen bei euch? Nein, schon wieder. Er ist auch das Vögel natürlich immer ein Komiker. Roger Fierdis. Das Vögel natürlich immer ein Komiker, gell? Ja. Hast du einen Lieblingswitz? Kannst du einen Lieblingswitz? Ja, das wäre geil. Komisch muss ich immer rausziehen. Zack, zack. Ja. Also, er muss einfach besser sein. Ja, ja, das ist gut. Oder wissen Sie, ich mache Sauna. Ich weiß nicht, kennen Sauna ist ein Begriff, oder? Sauna? Ja. Ja, manche mögen es heiß, oder? Ich gehe sehr gerne in Sauna, gehen wir auch kennenlernen. Ich bin Sauna gerne. Nein, ich gar nicht. Sein dümmstes Gespräch ist schön in diesem Rahmen, meine Lieben. Nein, an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Ich glaube, es ist mein bester Kollege. Wir sind gerade am letzten Dienstag wieder gewesen, oder? Und es war lustig, proper voll. Wir sitzen ab, da läutet das Handy und er so, ja, hallo. Und sie, hoi Schatz, ich bin da gerade an der Bahnhofstrasse, weißt du, in dieser Boutique mit den Täschchen, mit den Türen. Also das ist jetzt abgesetzt, was ich mir gewünscht habe, 43'000 Franken, was meinst du? Und er so, ja, ist okay, das kauft das nur, für mich stimmt das. Also, dann sagt er, danke vielmals, bist so lieb. Du und beim Juwelier, gell, weißt du, der Ring, der ist jetzt auch abgesetzt, nur 17'000 Franken, was findest du? Und er so, ja, ja, das kannst du machen, machst einen schönen Abend, ist alles okay. Und sie, danke vielmals, Schatz, ich tue mich den Abend revanchieren, tschüss, hängt auf. Und er so, wem gehört das Handy? Okay, okay. Das ist schlecht, meine Freunde, ich kann auch noch einen. Ich habe eine ganze Armada von Witz, meine lieben Freunde. Aber einen wollte ich euch erzählen, und zwar, warum besitzen so viele Männer einen Bierbauch? Okay, ich löse es auf. Damit der Zwerg zumindest ein Dach über dem Kopf hat. Ah, meine lieben Freunde, an dieser Stelle. Jetzt sehen wir noch. Ich finde es Fallhöhe. Kommen ist ein schweres Business. Fallhöhe ist extrem. Ja. Oder? Aber ich habe noch einen letzten, wir haben den in Bern ausprobiert. Ja. Er ist nicht so gut angekommen bei anderen, aber der kürzeste Witz auf der Welt. Ja. Sind parat? Mhm. Laufen 2 Frauen an einem Schuhladen vorbei. Ja.
Ja, end of the story. Mit dem Witz musst du aufpassen. Wir haben früher ein Konzert veranstaltet und da sind dann Nachwuchsbands gekommen. Und da hat ein Sänger das Gefühl gehabt, er fängt seinen Act mit einem Witz an. Startet er dort oben und haut einen üblen Jesus-Witz raus. Tot! Kritisch! Tot! Ja, die 20 Minuten, die sie auftreten, sind tot. Die Leute nicht mehr klatschen, nicht. Also aufpassen, Chore. Darum wollte ich zuerst einen Witz über Männer bringen, weißt du? Und nachher vielleicht noch einen kleinen für die Frauen wählen. Andererseits, liebe Freunde, Tag live. Oder? Andererseits ist natürlich der Ingo Appelt so bekannt, oder? Mit Publikumsbeschimpfungen. Kann auch ein Konzept sein, Ingo Appelt. Ganz genau. Das bringt uns zum Thema. Ja. Seit 20 Jahren. Seit 20 Frisur. Hast du gleich Frisur abgefunden? Nein, mehr Publikumsbeladen. Nein, seit 20 Jahren Comedian. Du bist auch schon in Deutschland gewesen. Quatsch Comedy Club. Immer wieder mal. Ingo Appelt ist, glaube ich, dort auch ein sehr regelmäßiger Gast. Mhm. Wie unterscheidet sich der Schweizer Humor vom Deutschen? Also, ich bin jetzt vor allem im Schmidt-Theater, oder? An der Reeperbahn. Mhm. Und die Show, die fängt 23.59 an. Oder? Geht dann so bis um 2:30 vielleicht. Oder? Dann habe ich nie mehr nüchtern. Mal. Also ich habe es noch nie anders erlebt. Ich habe so ein kurzes Set, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten so, mit anderen Künstlern zusammen. Und was ich dort einfach gesehen habe, du gehst dort raus und das Volk johlt, oder? Ich sage, wenn es so 5 Levels gibt, die sind schon auf dem 4, ich habe nämlich nichts gemacht, aber das machen sie bei allen. Wenn du in die Schweiz rausgehst, dann kann es so sein, dass einfach mal alle so... Was aber nicht heisst, dass es nicht gut gefunden hat. Nein. Aber die Schweizer sind sehr zurückhaltend. In Deutschland hat es so viele Vereine und so Clubs, der Lismi Club und was weiß ich was, die leisten sich einen schönen Abend. Die sind einfach schon mal gut drauf, oder? Das ist ein bisschen der Unterschied. Dann darfst du, also jetzt im Schmidt-Theater sowieso, da darf ich also recht tief unter die Gürtellinie gehen. Mhm. Und in der Schweiz musst du da ein bisschen aufpassen. Wo ist eine Grenze in der Schweiz? Bring ein Beispiel. Ja, Beispiel bringe ich jetzt nicht, aber ganz, ich würde sagen, in der Schweiz ist sie vielleicht so 10 cm unter dem Gürtel. Ah, eben, das habe ich eben wollen. Also Marco Rima. Ja, und im Schmidt-Theater. Ich freue mich übrigens, kommt im September in die Show. Im Schmidt-Theater kann es dann also Fersenhöhe sein, oder? Also hat es Leute, die haben schon Sachen gemacht, wir sagen, na gut, okay, ja. Also weißt du, wenn du mit dem Sack einen Surfer zeigst, auf der Bühne, kannst du dir mal vorstellen, wie er das gemacht hat, oder? Aber er ist gemacht worden. Ich habe vorhin gedacht, Gott, was mache ich noch? Darf denn Comedy alles oder gibt es Grenzen? Also ich kann da nur für mich reden. Ich mache keine religiösen Sachen, ich mache keine politischen Sachen. Mein Thema ist Beziehung. Da habe ich Erfahrung. Mann, Frau. Ja, seit 50 Jahren, oder? Mit deiner Frau. Wir kennen uns. Hey. Wir hätten das Jahr ein dreifaches Jubiläum. Dank Corona interessiert es im Moment niemand. Oder? wir kennen uns 50 Jahre. Seit 45 Jahren sind wir ein Pärchen und seit 40 Jahren sind wir verheiratet. Wow. Also wirklich, Wahnsinn. Gratulieren. Ich weiß nicht, was wir es gibt die wahre Liebe noch, meine lieben Zuschauer. Es gibt die wahre Liebe noch. Gebt einfach nie auf. Ja. Oder? Das ist so. Was ist das Geheimnis denn? Wie tun wir die Flamme, die lodernde Flamme der Leidenschaft, der Liebe, wie tun wir die aufrechterhalten, Walter? Was ist dein Rezept? Hilf mir! Was soll ich dir da sagen? Also erstens hatte ich einfach Glück gehabt. Oder wir haben beide Glück gehabt. Das ist, du musst dir vorstellen, die Story ist die, wir haben uns in der Kantonsschule im Gimmick kennengelernt. Kurz und zwar, ich bin, der letzte Bank bin ich gehockt, neben mir hat niemand sitzen. Das ist der einzige Platz, der frei war, sie ist die Sparte vom Posti gekommen. Der Lehrer sagt, sitz mal dort hinten ab, das bin ich gewesen. Und ich habe gewusst, das ist meine Frau. Wow. So hat das angefangen, das ist einfach so wirklich, tack. Und vom Universum. Ja, ich weiß nicht, woher es gekommen ist, aber dann habe ich 5 Jahre müssen backen, das musst du zuerst mal machen, oder? 5 Jahre ist sie her geblieben und in London hat es dann geklappt auf einer Matura-Reise. Sehr schön. Ja. Liebe Freunde, das ist eine richtige Love-Story. Also London kann ich empfehlen. Super Love-Story. Wirklich, das ist eine schöne Love-Story. Nein, wenn es gut, wenn es sehr gut. Meine ist nicht ganz so gut geendet, nach 7 Jahren Beziehung mit Ach und Krach verloren worden. Frag mich nicht, wegen nihilistischen, chauvinistischen Sicht von mir, ich weiss es nicht. Weil du immer den Händchen an hast. Liebe Freunde, an dieser Stelle. Ich habe es irgendwann komisch gefunden, gesagt, komm, einfach mal den Händchen abziehen. Aber die Frau hat mir Liebe gezeigt, und ich muss sagen, kannst du noch einen Beziehungstipp geben an Zuschauer? Was sollen sie machen, damit sie von einer Frau nicht richtig ernst? Aber das brennt sich doch an. Okay, nachher tun wir es auf die Pinze. Noch ein Satz, Beziehungstipp Nummer 1. Was ist geil? Es sind Klassiker, die du halt einfach einheben musst. Respekt. Ein bisschen Demut dem anderen gegenüber. Gut. Dann musst du den anderen eben auch wirklich gerne haben. Und das Schwierigste ist eigentlich, die Liebe am Leben zu halten. Und dann musst du halt auch etwas einfallen lassen. Oder? Weißt, also wenn du einfach Viertel ab 8 mäßig miteinander da ein Haus ist,
dann pennt der vor dem Fernseher und sie pennt vor und dann passiert nichts mehr. Oder du musst einfach ja, musst ein bisschen aktiv sein. Das ist natürlich sehr schön. Ich kenne beide ja nicht anders. Oder? Das hilft natürlich auch ein bisschen zum Zusammenbleiben. Mhm. Ja, ja, passt. Ja, ja. Die ganze Zeit, oder? Nur Spaghetti Bolognese. Ist, ist, ja, ja, kannst du schon da noch wechseln müssen? Nein, die ganze Zeit. Viele haben schon gesagt. Also gut. So viel zu den Beziehungstipps. Genau. Was mich so unternimmt, ja. Comedy, ist ja, haben wir gesagt, haben wir jetzt gerade vorher festgestellt, schwieriges Fach. Nicht jeder. Hey, ich schaue nicht da, guck mal eins. Aber Comedy, was auffällt, vor allem in der Schweiz, man wahnsinnig viele Lehrer, die Comedy machen. Ja. Marco Rima, Primarlehrer. Divertimento, haben sich im Lehrersemi kennengelernt. Die haben sogar Beach Weber, Lehrer. Quarier Rotstift, Lehrer. Ja. Du bist auch Lehrer. Ja. Wieso muss man als Lehrer Comedian werden? Ist das so ein trostloser Beruf? Nein, das ist irgendwie einfach ein Ventil. Nein, nein. Speziell? Ich habe mit 20 bin ich schon vor der Ausbildung anderthalb Jahre gegangen. Mhm. Anderthalb Jahre. Heute haben sie 4,5 Jahre und sind nachher mit 30 in der Wertsauskamp Töpfer, weil sie Burnout sind, oder? Wir haben es so kurz gemacht. Gut. Der Punkt ist einfach. Ist doch das Hippie da? Früher, hast du Klasse halt mehr. Man sagt dann. Man sagt dann Frontalunterricht oder so. Mhm. Du hast die müssen unterhalten, du hast die bei der Stange behalten. Mhm. Und du hast. Weißt wenn du nicht ein bisschen witzig gemacht hast, wenn du nicht lustig warst, dann sind die eh schon. Es hat so die zwei Lehrer gegeben. Ich habe mich jetzt extra heute ein bisschen wie einen Lehrer angelegt, wie du gemerkt hast. Ja, aber mehr, schön, so ein bisschen, mehr so ein bisschen der Lockere, oder? So also, ein bisschen der Kumpellehrer. Schulpantoffeln. Es hat natürlich auch die Strenge gegeben. Weißt du, die gesagt haben, du aufpassen, nicht gross irgendwie unterhalten. Also du bist mehr so ein bisschen der 68er Lehrer gewesen? Nein, überhaupt nicht. Aber, du hast so ein bisschen Gitarre und ein bisschen singen. Ja, das habe ich immer gemacht. Genau. Für Kinder die ersten Lieder gemacht, die haben es gut gefunden, machen sie noch eins und so ist das gegangen. Oder? Okay. Und irgendwann dann der erste, eben, dann war meine Karriere gewesen, von Rockmusik über Liedermachen zu der Comedy. Oder? Mhm. Und bei Liedermachen, das war die Phase gewesen, dort mit den Kindern und so. Mhm. Und die hat halt geprägt und dann lernst du das eben. Ich habe gelernt, in der Schule von Leuten auftreten, wenn du so willst. Heute gehst du an der Schule, oder? Mhm. Aber früher war das so gewesen. Darum hat, wenn du heute schaust, heute sind nicht mehr so viele Lehrer, die Comedy machen. Oder? Also Lehrerjobs sind eigentlich die Lernschmiede Nummer 1 für die kommenden Comedy-Stars in der Schweiz. Die werden hallo. Ja, hey, gut. Hätte jetzt eine eigene Sendung, einer von denen. So. Ja, ja, übrigens ja. Kannst du gerne vorbeikommen, das kaufe ich da. An dieser Stelle. Also wer jetzt? Der Johnny oder Mario? Ich kenne mich mit Namen nicht zu sehr Gesichter, ich bin so der Gesichtstyp. Aber einer von beiden hat eine neue Sendung besser bekommen. Wahrscheinlich der Johnny, aber dann würde ich den Manu doch einladen. Also, gut. Wir haben die mit ihm habe ich noch ein Jahr gearbeitet im gleichen Schulhaus. Ah, wirklich? Manu, ja. Okay. Wie war er als Lehrer? Ich weiß, wir haben uns, es ist ein bisschen so gewesen, wir haben uns auf dem Pausenplatz gesehen, so bei den Sitzungen und so. Keine Ahnung, wie er schon gehört. Aber es ist sicher lustig gewesen. Über was redet man unter Lehrer auf dem Pausenplatz? Nicht über die Schule. Wenn es mich betrifft, ich hasse das. Ich habe nein, alles andere. Wir haben dort nicht auch so Witz ausgehackt und Comedy-Ideen und so weiter. Das nicht? Nein. Das ist, wie soll ich sagen, das musst du trennen. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die das gemacht haben, zum Beispiel im Kindergarten und so, die Döwil hat das gemacht in seinem Programm, das würde ich jetzt nicht machen. Weil du typst geht natürlich... Geht auch noch fast das Leben, Döwil, geht auch Kindergarten, immer Kindergarten. Ja. Wenn du sagst, ich habe mal einen gehabt, dann wissen gewisse Eltern, das war unser, oder? Mhm. Ja, würde ich nicht machen. Was macht so ein guter Comedian? Ja, so viel zum Thema Lehrer. Was macht ein guter Comedian aus? Korrekt. Also, ich würde... Er ist Entertainer. Oder was ich so sehe als Comedian, denke ich, ich glaube, du musst auch einen gewissen Charakter mit dir bringen. Ich glaube, du musst eine Person sein, du musst ein Charakter sein, um überhaupt können die Leute irgendwie erreichen. Und ich glaube, du darfst es nicht spielen, sondern du musst sein. Ich finde, es gibt Leute, die sind wirklich von Natur aus unterhaltsam und lustig. Da gibt es andere, die spürt man, die nehmen es mehr aus dem Lehrbuch aus und dann anwenden. Es gibt ja Comedy-Schule. Theorie, eben, ja. Und von dem halte ich gar nicht, meine lieben Freunde. School of Life ist immer noch die beste Schule. So, geh raus, geh reisen, erlebe etwas, triff Leute und dann kannst du auch Leute unterhalten, wenn du etwas erlebt hast. Das ist meine These so. An dieser Stelle, meine Lieben. Also ich habe es gemacht, Learning by Doing. Ich einfach, mittlerweile sind es so. Über 2000 Auftritte, Gala-Auftritte von Blockhütten bis eben, die grösste waren es 11.000, 12.000 Zuschauer gewesen. Nicht nur wegen mir, aber schön. Und dann gehst du jedes Mal auf die Schnorre, kommst jedes Mal aufs Dach rüber und musst einfach immer wieder aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Wenn du das nicht kannst, dann bist du nach zwei Jahren tot, oder? Gut, es hat schon ein paar Ausnahmetalente, eben. Divertimento ist eins, das hat gemacht, tuff, oder? Aber nein. Es gibt, aber, ja. Nein, aber doch hat es gemacht, tuff, oder? Irgendwann dann, ja. Ja. Das ist ein Tipping Point, aber der kommt erst noch 10 Jahre lang mit dem Berg klimmen.
Ich habe auch viel mit deutschen Comedians zu tun und das ist bei vielen einfach wirklich Arbeit. Du musst arbeiten, du musst fleissig sein, du musst immer neues Zeug haben, du musst dich an jede Situation können anpassen können und manchmal läuft es eben auch nicht so, wie du willst. Oder? Und dann musst du eben auch durchziehen können und darfst keine Mimose sein, musst du einstecken. Und sonst, wenn ihr mehr über Comedy lernen wollt, geht einfach auf TikTok bei dir, Corey Sanchez. Haben das perfekte Lehrbuch auf jeden Fall. Praxisorientiert an der Hand. Oder Nadine Vinzenz, oder? Oder Nadine Vinzenz in der Show. Wird natürlich auch auf TikTok Cody einspielen, oder? Das ist Comedy at its best, wie man schon sagt. Wollen wir nicht gerade jetzt bringen? Ich würde sagen, es wird Zeit für einen kleinen Einspieler noch, auf jeden Fall, oder? Würde ich sagen, lieber ist es. Genau, weil wir haben die Aufgabe gegeben, eigentlich jedes Mal. Ganz genau. Spezielles Kostüm, spezielle ganz Situation genau, und genau. Performen. Weil sie schon designierte Hollywood-Schauspielerin. Sie also sollte mit dem können umgehen. Ja, und sie wird Hollywood natürlich im Sturm erobern durch das Sprungbrett wieder. Weil ich sage, wenn du es einmal geschafft hast, kannst erst wenn sie das Gorilla-Kostüm anhat, wird sie Hollywood erobern. Das Gorilla-Kostüm ist auf jeden Fall eine sehr gute Startrampe für das Ganze. Ja, das ist ich glaube, es wird Zeit, dass wir in den Einspieler hineinschauen, liebe Regie. Ich bin Pepe. Seppi, ja! Aktienkurs stehen gut. Ja, ich hoffe es auch. Da freut mich. So, meine lieben Freunde, das war wieder mal der neue Einspieler von der bezaubernden, wunderschönen, unglaublich talentierten Nadine Vinzenz. Es kommt noch vieles von uns in Zusammenarbeit. Nadine, danke für deinen Einsatz auf jeden Fall. Ist doch ein Augenschmaus gewesen, oder, meine lieben Freunde? Kann man sagen. Okay. Jetzt, Walti, wir kommen in Endspurt. Oder? Okay. Wenn der Michel hier noch etwas Schönes auf seinem Zettel hat, dann kann er es jetzt anbringen. Das ist jetzt. Ja, ich kann natürlich nur noch etwas erwähnen. Also, ich meine, er ist ja nicht einfach ohne Grund da, er hat ja einen Preis gewonnen. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Entertainer des Jahres in der Ostschweiz. Ja. Hey, also gratuliere. Entertainer des Jahres, der sogenannte Ostschweizer Falkenpreis. Herzliche Gratulation. Ja, genau, wirklich. Wie ein Falken. Alle, alle in der Schweiz Comedy machen, und zwar wirklich alle wissen, die Ostschweiz ist eine Herausforderung. Ja, du. Funktioniert immer gut im Thurgau, in Appenzell. Genau. Und St. Gallen ist einfach das schwierigste Pflaster der Schweiz. Oh, siehst du das auch? St. Gallen ist ein bisschen, ja. Was ist St. Gallen? Alle Comedy-Stars, sie gehen immer zuletzt nach St. Gallen. Aha. Ja, St. Gallen ist wahnsinnig schwierig. Aber Zürich muss ich euch sagen, Zürich ist auch schwierig. Zürich ist sehr schwierig. Ja, natürlich, gell, international. Also ich persönlich gehe gerne aufs Land. Ja. Ja, wie hast du mit St. Gallen? Hast du auch so festgestellt? Ja, St. Gallen ist wirklich schwierig, oder? Ja, der St. Galler ist halt ein bisschen, ja, das ist ein bisschen eigen und so. Und das schon auch, ich habe keinen Humor. Nein, St. Gallen haben wir keinen Humor. Das kommt auf Arbeit. Appenzeller haben Humor. Ich bin auch ein Humor. So eng würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bin St. Gallen. Aber hast du schon einmal. Merkst du Unterschied, je nachdem, wo du spielst? Ja, sicher. Also, sagst du auch, gewisse Regionen, da gehst du lieber hin als in andere? Also, sagen wir so, für einen Comedian, das schwierigste Publikum ist Zürcher Schickimicki-Publikum. Mhm. Wenn wir Zürich mal weg, die wollen nur ein Foto machen, tralala, die wollen gerne schauen, was auf der Bühne. Wir machen es eben immer mit dem Aussehen in Zürich. Ja, das ist gut. Aber wenn wir jetzt mal Zürich weglässt, wo gehst du am liebsten hin? Welche Region? Also, wie gesagt, ich gehe gerne aufs Land raus, oder? Ja, wo? Konkret. Ich bin viel im Aargau. Aargau, hallo, da bin ich sehr gerne. Management war eben früher von dir und darum bin ich viel im Aargau gewesen. Solothurn auch. Mhm. Und Innerschweizer, das ist Innerschweizer einfach ein bisschen ruchig. Innerschweizer. Ja. Ich tue wirklich Thurgau und Appenzell.
Unglaublich, Thurgau und Appenzell, wirklich. Ich tue auch viel singen mit dem Publikum, die singen da mit und machen so, und schauen, dass es viel Stimmung gibt. Ich bin der Burke, Käfer. Ja, nicht den, nicht den, aber... Burke, was ist das für eine Generation, lieber Freund? Das haben wir wieder mal gemacht. Das ist jetzt viel schwerer gewesen, weißt du? Hey, also, Grüße. Der Peach ist ja auch ein Lehrer, der immer eine Gitarre dabei hat und singt. Peach Weber, schön auf den Punkt gebracht. Genau. Liebe Peach übrigens, wir sehen uns gleich. Er arbeitet gerade in seinem neuen Programm und ist gleich in der Show. Cheers. Cheers. Übrigens, das ist kein Product Placement, einfach so bei der Nein, das ist kein Product Placement. Darum haben wir auch das Logo, nicht die Kamera. Ganz genau. Hat sich gedacht, das sei deine Urinprobe, die du da hast. He? Genau. Ja, ja. Verwechslungsmodus, aber zu sehr gross, meine lieben Freunde, an dieser Stelle. Aber gell ist seine Farbe, wie man sieht. Ja. Gell ist seine Farbe. Heute auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Aber ich glaube, jetzt machen noch ein bisschen Musik, oder? Du hast jetzt schon die Tour abgezogen. Eben, die Rolex schon mal angelegt. Ja, jetzt haben wir langsam Video für das Watch, Herr Hayek, wenn Sie das sehen. Was Watch? Rolex? Du hast die Dimensionen zerstören. Entschuldigung, Rolex. Ja. Hallo. Ich kenne doch den. Venture Product Placement, dann Product Placement. Ja, 90 Day, den kennen wir. Am Zifferblatt schon. Und jetzt, wir machen noch die Musik. Ja, ich muss zwar nicht bevor wir einen Song von ihm. Ja. Aber es ist natürlich eine Remix-Version mit meiner Meinung. Also er hat mir das Leben ja schwer gemacht. Er hat gesagt, ich wollte etwas rappen. Und dann habe ich gefunden, ups, rappen, gut, okay. Dann habe ich einen Song von früher. Ich habe mich dort ein bisschen lustig gemacht über Schweizer Showszene. Und das war die Phase, gewesen, wo die Schweizer Illustrierten immer Badewannenfötterchen gekommen sind. Mhm. Und so, und dann habe ich gefunden, machen wir einen Song drüber. Da habe ich auf mich münzen. Hat er das ist aber nicht jetzt dein berühmtester Song, nein, oder Milliarden von Sternen, den man zu überall gehört. Ja, Gott, das ist ja etwas anderes. Ja. Das ist etwas viel, nicht der. Nein, hat er viel gemacht. Ja. Und jetzt habe ich aber gemerkt, wenn es ein anderer macht, und in vorgesetztem Alter. Mhm. Und, also ja, er zum Beispiel. Also ich im vorgesetzten Alter. Da kommt dann noch ein bisschen mehr Miss über, oder? Oh, ja, natürlich. Ja, und an dieser Stelle, wir brauchen noch ein bisschen Mimable Content für TikTok, oder? Ja. Ich denke, das ist genau das Richtige, was wir jetzt machen. Korei, der Mann mit Biss. Okay. Also, Korei, du treppst, ich spiele. Refrain singe ich Korei, gell? Einmal durchgeübt, mein lieber Freund. Ah, der ist einmal. Ich hoffe, man merkt es nicht. Gut, ist gut. Ich habe immer gesagt, fix it, wenn ihr mix it. Tag live, mein lieber Freund. West Coast der Stelle. Wir fangen an. Hey Leute, er ist in der Showszene Schweiz. Sein Outfit ist doch special indeed. Im Blick ist er ständig an der Weihnachten glatt. In der Schweizer Illustrierte auf dem Titelblatt. Hat einen super Body und Muskelstab. Und den Scheitel gezogen mit einem Lineal. Für so viel Sexappeal, der Brustressor. Sehen seine Fans, dann schreit im Chor. Da kommt der Balti! Da kommt der Balti! Da kommt der Balti und der Korei. Der geile Sieg. Danke vielmals fürs Fan. Dankeschön. Ich weiss wirklich nicht, was ich ohne dich mich. Hey, von der Sebela, Prominenz bis zu ihm, ist es so weit wie von Zürich bis auf Klim. Er ist der Traum von der Frau, ein Phänomen. Keine in der Schweiz ist so fotogen. Seine Stimme ist erotisch, seine Haut satt und weich, hat einen Gang wie ein Tiger, ganz ohne Seich. Für so viel Sexappeal, ey, da brauchst du einen Tresor. Seine Zini Fans, denn er steht im Chor. Komm on! Da kommt der Walti! Der Walti, da kommt der Walti! Es ist der Walti! Da kommt der Walti! Der geile Sieg! Danke vielmals fürs Fan. Danke für meine Freunde. Weiss wirklich nicht. Komm rein, was ich ohne dich mir. Gleichfalls. Ist an jeder Party in St. Moritz und der Kollaborant fürs Benefiz. Er singt für die Kranken und für die weisen Kinder. Versteigert seine T-Shirts für die Blinden. Steht gern im Suchen von der Kamera. In der Badwanne und im Pyjama. Für so viel Sexappeal, ey, du brauchst einen Tresor. Sehen seine Fans, dann steht's im Chor. Nochmal! Da kommt der Balti! Da kommt der Balti! Da kommt der Balti! Der geile Sieg! Mit meinen Tränen. Hey, danke vielmals fürs Fan. Dankeschön. Weiss wirklich nicht, was ich ohne dich. Letzter Teil. Wenn ihr heute so wie noch das Autogramm steht hinten an, machen kein Tamtam und alle hübschen Ladies durch das Publikum. Seine Haut sind zwar faltig, aber die Länder sind jung. Da kommt der Balti! Der Balti heisst der Balti! Und wo der Geiste? Balti, der geile Sieg! Wir kommen Tränen! Tränen! Danke vielmals fürs Fan! Danke vielmals fürs Fan! Weiss wirklich nicht, was ich ohne dich mir korrekt. Gratuliere, meine lieben Freunde, was für eine Session! Corona fürs Buh! An dieser Stelle, ja, das war sehr schön. Gibt es noch einen zweiten Wald?
Und ich danke ganz herzlich Walti, dass er den Namen wieder in Erinnerung hat. Ja, danke vielmals! Walti Dux! Walti, danke vielmals! Sehr schön, sehr schön. Ja, das war eine wunderbare Sendung, meine lieben Freunde. An dieser Stelle müssen wir uns leider schon wieder verabschieden. Ich hätte gedacht, das sei schon der Schluss gewesen, aber gut, mach's noch einmal. Ja. Well, I'm not kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah.